Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Wölstedt aktuell. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor kurzem war die letzte Gemeindevertretersitzung in dieser Legislaturperiode und ganz zentral war hier der Haushalt. Wir als Freie Wählerinnen und Wähler haben dem Haushaltsentwurf zugestimmt. Wir haben hier zwei große Projekte als FWG umsetzen können. Einmal einen barrierefreien Streifen zu den Anglerteichen, damit auch Kinderwagen und Rollstuhlfahrer zu den Anglern kommen können. Und außerdem haben wir hier das Thema Vereinsförderung nochmal angesprochen. Wir haben vorgeschlagen, dass hier für die Vereine, die vor und während Corona so viel Gutes für unser Dorf machen, nochmal eine deutliche Erhöhung in der Vereinsförderung bekommen. Hier haben wir uns gemeinsam mit den Fraktionen und mit dem Bürgermeister auf einen Kompromiss geeinigt, dass die Vereinsförderung jetzt erhöht wird. Das ist FWG-Politik, das ist gut für die Vereine und gut für unser Dorf und deshalb haben wir dem Haushalt auch zugestimmt. Außerdem wurde in der Gemeindevertretung auch über eine Sporthalle und ein neues Bürgerhaus für Wölstedt gesprochen. Die CDU hat eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle beantragt. Hier haben wir gesagt, ja, das ist FWG-Politik. Hier tragen wir auch diesen Antrag der CDU mit. Uns ist es im Ende auch egal, ob da jetzt CDU oben im Briefkorb steht oder FWG. Wichtig ist, dass die Vereine hier eine moderne Sporthalle bekommen und deshalb haben wir diesen Antrag auch mitgetragen. Unseren Antrag zu einer Machbarkeitsstudie für ein Bürgerhaus. Also wir stehen ja jetzt hier am Bürgerhaus. Das Bürgerhaus ist über 60 Jahre alt und die Vereine haben hier auch gesagt, wir hätten gerne ein moderneres Bürgerhaus, das natürlich auch ein Treffpunkt für Menschen in Wölstedt wäre. Das wurde leider abgelehnt. Also die CDU hat gesagt, nein, es soll noch nicht mal eine Machbarkeitsstudie geben. Wir werden hier aber trotzdem weiter am Ball bleiben. Und wer will, dass es in Wölstedt ein Bürgerhaus gibt, ein Treffpunkt für Menschen, der muss am 14.03. Freie Wählergemeinschaft wählen. Ja, in der letzten Gemeindevertretersitzung ging es auch um die Kindergärten. Es gibt jetzt Rechtssicherheit durch eine Satzungsregelung bezüglich der Rückerstattung von Beiträgen. Und eine ganz wichtige Botschaft an die Eltern ist, die Beiträge im März werden nicht eingezogen. Ja, die Betreuungszeiten mussten aufgrund der aktuellen Pandemiesituation gekürzt werden. Viele Eltern sind deshalb auf uns zugekommen. Wir haben vor kurzem einen Kita-Dialog als Videokonferenz gemacht. Und deshalb haben wir einen Antrag in der Gemeindevertretung gestellt, dass die Betreuungszeiten nochmal ganzheitlich abgefragt werden. Wo ist ein Bedarf vormittags, nachmittags? Und der wurde leider abgelehnt. Wir wollen aber trotzdem jetzt hier eine Lösung erreichen und hoffen, dass jetzt alle Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen. Und wir stehen dazu auch gerne zur Verfügung, an dieser Lösung beteiligt zu sein. Mein Name ist Winfried Lang und ich lebe seit 1974 hier in Wölstedt. Das Wohl der Vereine in unserer Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Insofern habe ich mich auch bereit erklärt, den Vorsitz bei dem Kleintierzuchtverein Niederwölstedt zu übernehmen. Und so freut es mich sehr, wenn täglich Kinder mit ihren Eltern oder auch der Kindergarten unsere Anlage besuchen, um dort die Gänse, Hühner, Tauben und auch Kaninchen zu beobachten, letztere auch zu füttern und zu streicheln. Und der Verein ist sehr glücklich darüber, dass wir einer Familie aus Wölstedt ein Gelände zur Verfügung stellen können, damit diese aktuell ein neues Hühnerhaus errichten können. Insofern stehen die Freien Wähler, die ich nun einmal vertrete, für Fortbestand und Vielfalt von Vereinen in unserer Gemeinde. Daher hat eindeutig Priorität der Bau einer Sporthalle und eines Bürgerhauses vor dem Neubau eines Rathauses. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Am 14.03. finden in Wölstedt die Kommunalwahlen statt und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiter unterstützt und uns dann am Wahlsonntag auch eure Stimmen gebt. Wer noch Fragen hat zum Wahlrecht,
meldet euch bei uns. Wir beantworten eure Fragen gerne. Auch wer Ideen oder Anregungen hat, schreibt uns hier einfach einen Kommentar, meldet euch bei uns. Wir sind für euch da. Alle Informationen zum Wahlprogramm der FWG und zu unseren Kandidatinnen und Kandidaten findet ihr auf unserer Internetseite. Bleibt auf jeden Fall die nächsten Wochen auch weiter gesund. Drückt Gefällt mir und abonniert unseren Kanal. Bis bald.